Messtechnik findet man tatsächlich, wenn man genau hinschaut, eigentlich überall im Alltag. Wenn morgens der Wecker klingelt, dann steht man auf, guckt vielleicht direkt aufs Handy. Das klingt erstmal sehr abstrakt, aber die Leute haben damit eigentlich im Alltag immer zu tun. Also wenn wir uns zum Beispiel unsere Smartphones angucken, da sind etliche Sensoren drin. Kameras, Beschleunigungssensoren, Mikrofon. Das ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft überall. Ich bin Daniel, ich leite die Arbeitsgruppe Koordinatenmesssysteme in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, also in der Abteilung Fertigungsmesstechnik. Ich bin Benedikt, ich promoviere an der PTB im Bereich Beschleunigungsmesstechnik. Ich bin Lena und studiere Metrologie und Messtechnik. Bin jetzt in meinem letzten Semester und schreibe meine Masterarbeit an der PTB. Metrologie, ganz wichtig, hat nichts mit dem Wetter zu tun, wie manche ja vielleicht denken könnten. Es geht dabei um die Wissenschaft oder die Lehre vom Messen, also wie messe ich richtig, wie messe ich genau. Das Studium ist sehr breit aufgestellt und man kann, je nachdem, was man für persönliche Vorlieben hat, natürlich unterschiedliche Bereiche wählen. Ich bin jetzt in dem Bereich Beschleunigungstechnik mit digitaler Elektronik gegangen, aber man kann zum Beispiel auch chemische Analytik machen, wenn man das möchte. Ja, ich habe tatsächlich meinen Bachelor in einem sehr biologisch-chemischen Studiengang gemacht und habe während des Studiums schon festgestellt, dass mich viel mehr interessiert, wie die ganzen Analyse- und Messgeräte funktionieren, also welche physikalischen Prinzipien stehen dahinter, wie funktioniert das im Detail. Und nach so einem Studiengang habe ich dann auch gesucht, wo das Ganze auch im Fokus liegt. Und bin dann so auf diesen Studiengang Metrologie und Messtechnik eben gestoßen. Und dann ist es eigentlich egal, ob man ein Interesse im chemischen Bereich, industriellen, fertigenden Bereich, handwerklichen Bereich, Maschinenbau beispielsweise hat oder in Grundlagen Physik, Mathematik oder auch IT. Metrologie und Messtechnik ist interdisziplinär und alle, die ein Interesse daran haben, die sind sicherlich gut aufgehoben in so einem Studiengang. Das sind drei Vertiefungsrichtungen, in die man dann gehen kann und da ist man wirklich vollkommen frei in der Gestaltung. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte nur die physikalischen Grundprinzipien hören, kann ich das machen. Genauso gut kann ich aber auch sagen, ich interessiere mich vielleicht besonders für die Optik. Dann höre ich Vorlesungen, die mir das Grundprinzip beschreiben, gehe dann über in Vorlesungen, die mir zum Beispiel die Anwendung in einem Laserinterferometer beschreiben. Die PTB als Nationales Metrologieinstitut, das klingt erstmal sehr abstrakt, aber die Leute haben damit eigentlich im Alltag immer zu tun. Die meisten kennen die PTB wegen der Atomuhr, die ihnen zweimal im Jahr eine neue Zeit liefert oder weil sie an der Kasse eine Waage haben, die richtig misst und die PTB das sicherstellt. Tatsächlich finde ich sehr besonders an dem Studiengang, dass da einem wirklich bewusst wird, welche Bedeutung die Messtechnik auch im Alltag hat. Also ich denke, jeder verwendet heutzutage ein Smartphone oder eine Fitnessuhr. Und ja, wie kann das überhaupt sein, dass eine Uhr an meinem Armgelenk einfach meine Schritte zählt? Das wird in diesem Studiengang eben sehr gut deutlich, welche Bedeutung einfach Messtechnik in unserem Alltag hat und wie unbewusst wir Dinge eigentlich benutzen, die wirklich voll mit Messtechnik sind. Die Ausbildung in der Metrologie und Messtechnik ist sehr wichtig und für uns als Metrologen ist sie besonders wichtig, weil wir gut ausgebildeten Nachwuchs brauchen und deswegen ist es wichtig, dass wir auch mit den Universitäten eng kooperieren, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, früh Praxiserfahrung zu sammeln und auch von unserer Seite natürlich gut ausgebildete Metrologen zu erhalten, für uns in der PTB, aber eben auch in der Wirtschaft. Also es war vom Prinzip her so, ich hatte damals, als ich angefangen habe, Chemie zu studieren, eigentlich zwei Fächer zur Auswahl, Chemie und Elektrotechnik. Und Elektrotechnik, das war mir viel zu viel mit Mathe und Chemie fand ich eigentlich spannender. Und dann nach dem Bachelor war dann die Frage, was mache ich jetzt weiter? Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe festgestellt, okay, die Mathematik in Chemie und in Messtechnik ist relativ ähnlich. Da gab es dann später auch im Studium so ein paar Momente, wo ich dann tatsächlich gemerkt habe, dass das, was ich in Mathe für Chemiker gelernt habe, wirklich nun nützlich ist und nicht nur Quantenmechanik für Leute, die das wirklich mögen. Dann habe ich nach dem Bachelor Metrologie und Messtechnik studiert. Da konnte ich alle Sachen anwenden, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe. Und bin jetzt sehr glücklich damit, dass ich mich umentschieden habe. Ja, für alle, die naturwissenschaftlich technisch interessiert sind und gerne sich auch damit befassen, wie man etwas auf den Grund gehen kann, ist Metrologie und Messtechnik ein guter Studiengang. Und dadurch, dass Messtechnik überall ist und breit aufgestellt ist, kann man sich eigentlich in allen Bereichen gut verwirklichen. Und deswegen finde ich eigentlich diesen Studiengang besonders gut für alle, ja, die so das Interesse daran haben, wie Dinge funktionieren. Ob das jetzt ein biologisches Analysegerät ist, ein chemisches oder ein optisches, macht eigentlich keinen Unterschied, weil man da sehr frei wählen kann in dem Studiengang. Wenn man mit dem Gedanken spielt, diesen Studiengang zu studieren, dann kann man sich auf jeden Fall trauen, auch wenn man scheinbar ein bisschen fachfremd ist. Ich habe Chemie vorher studiert, das ist überhaupt kein Problem. Man lernt im Studiengang alle nötigen Grundlagen und danach in den Spezialisierungsbereichen gibt es so viele spannende Themen, dass man sich auf jeden Fall was aussuchen kann, was einem wirklich Spaß macht.